Die Pinkbox von Juli ist da. Wenn ihr wissen wollt, was drinnen ist und sie gemeinsam mit mir auspacken wollt, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich packe heute zusammen mit euch die Pinkbox vom Juli aus. Ja, sie kommt in dem normalen Pinkbox-Design und ich würde sagen, wir machen sie gleich auf. Da ist natürlich wieder der Pinkbox-Klebe, so ein Herzchen, schön, und ein Seidenpapier. Dann haben wir hier einen Zettel mit QR-Code und so ist der Blick in die Box. Also man sieht noch nicht wirklich sehr viel. Ich würde sagen, wir lesen jetzt einmal das, was da drauf steht. Tropic like it's hot, filled with love. Yeah. Hey sweetheart, let your skin taste the tropics. Nicht nur wir haben Fernweh, du sicherlich auch. Stell dir vor, wie warme Sonne deine Haut wärmt, der feine Sand unter deinen Füßen kitzelt und salzige Wassertropfen auf dein Gesicht spritzen. Eine schöne Vorstellung, oder? Doch keine Sorge, du musst nicht nur von diesen Momenten träumen, because we tropic like it's hot. Die neue Pinkbox Tropic Like It's Hot versorgt dich mit Hair- und Beauty-Produkten, die das Fernweh vertreiben und gute Laune versprühen. Fühle dich, als würdest du in tropischen Ständen eine Kokosnuss schlürfen, in einer Hängematte am Strand zwischen Palmen liegen und das Leben genießen. Yes, sweetie. Ja, dann kann man noch das Magazin scannen, also den QR-Code scannen, dass man zum Magazin kommt, dass man die Produkte sieht. Ja, aber ich würde sagen, wir packen jetzt einmal die Box aus. Tropic Like It's Hot, ja, das haben wir hier heute auch. Bei uns soll es heute 34 Grad kriegen. Herinnen haben wir sicher schon 28 oder so. Es ist ziemlich heiß, draußen ist es noch heißer. Kokosnuss habe ich keine, aber mein grünes Red Bull, das liebe ich heiß, mit Kaktusfrucht. Kennt ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Welches Red Bull ist, also welche Sorte von Red Bull ist eure Lieblingssorte? Schreibt mir das gern. Ja, ich würde sagen, jetzt wir fangen an mit dem Auspacken. Feel free, a watermelon after sun, soothing and refreshing with aloe vera und watermelon scent. Das ist ja mal interessant, ein after sun mit Wassermelonenduft ist so, aber mache ich das durch und es riecht gut. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, Wassermelone finde ich den Duft auch sehr gut. Dann habe ich hier von Dove ein Advanced Care Go Fresh Skin Hydration Technology Granatapfel und Zitronenverbenenduft, ein Antitranspirant. Ich muss das mal riechen, aber ich bin normalerweise von Dove nicht unbedingt so begeistert, leider. Ja, riechen tut es nicht schlecht. Also ich vielleicht probiere, gebe ich Dove auch wieder mal eine Chance. Mal schauen, aber bis jetzt ist bei mir Nivea und Rexona am besten. Aber wie gesagt, ich kann es ja ausprobieren. Dann habe ich von Schwarzkopf Professional Fiber Clinics Hydrate Technology eine Maske für normales bis trockenes Haar. Ja, das klingt gut. Muss man ausspülen? Ja. Nur wie lange das drin bleiben muss, steht nicht. Ja, auf jeden Fall so ein kleines Tübchen. Das kann man ja mal verwenden. Dann ein kleines Spray. Was bist du? Von Rituals. The Ritual of Karma. Do good and good will come your way. Be kind to hair and body mist. Holy Lotus und White Tea. And body mist. Und das klingt gut. Muss ich auch sprühen.
Ja, das riecht sehr gut. Lotus und Waldtee. Okay. Sehr gut. Riecht sehr gut, werde ich auf meinen Tisch stellen. Dann haben wir hier was. Barbie, you've got this. Pink Chocolate Purifying Clay Mask. Okay, Seventh Heaven für alle Skin Types, also für alle Hauttypen von Barbie. Ja, ist eine Tonmaske, ja, kann man ausprobieren, ne? Und eins haben wir dann noch. Etwas Kleines. Saint-Tropez Self-Tan. Tonic Drops. Also so Bräunungstropfen. Das weiß ich nicht. Das traue ich mich nicht. Ich traue mich das meistens nicht anwenden. Verwendet ihr so Bräunungssachen, so Self-Tan-Produkte? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ist auf jeden Fall so eine kleine Flasche mit einer Pipette. Ja, ist süß. Kann man sicher mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Aber vielleicht bin ich ja mal mutig. Mal schauen. Ja. Also. Ein Haarprodukt, ein Self-Tan, Deo, Aftersun, Körperspray und Maske ist auf jeden Fall sommerlich, finde ich. Ja, also finde ich schon, dass das Thema getroffen wurde, aber es hätten auch noch andere Produkte rein können. Also da würden mir noch ein paar einfallen, die zu Tropic Like It's Hot passen. Ja, aber trotzdem, eine schöne Box. Was sagt ihr zu der Box? Was sagt ihr zu den Produkten? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer drüber, von euch zu lesen. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Abo, das ihr mir da lasst und jeden Daumen nach oben für das Video. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter. Vielleicht nicht ganz so heiß, aber doch schön. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.